Hallo, hier ist wieder euer Sistra. Heute zu der wirklich, ja, nach der für uns der wirklich ersten Folge DBZ Online. Heute nehme ich euch mit auf die Reise. Ja, was ich gestern im Video also im Nachhinein beim Betrachten noch festgestellt habe, ist, ich hätte, als ich quasi 9 Karte erstellt habe, um euch das mal zu zeigen, nicht daran gedacht, die Musik auszuschalten. Man hat mich dann nicht so gut gehört. Das bitte ich zu entschuldigen. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und ihr seht das schon so ein bisschen, was ihr so machen könnt. Das blinkt alles so gelb. Ihr seht das, da könnt ihr was tun. Das heißt, wir gehen erstmal auf den Main Character. Das blinkt. Da habe ich blinkt. Receive, das ist diese tägliche Geschichte. Da kann ich Potenzial und Silber kassieren. Machen wir, Hammer. Dann VIP, ihr seht, ich bin VIP 7 sogar schon. Doch relativ viel schon aufgeladen. Das wollte ich noch mal kurz zeigen. Das erste, was ihr jetzt VIP könnt, ist immer täglich eine Kiste einsacken. Da kriegt ihr Coupons, ihr kriegt verschiedene Sachen, seht ihr hier. Sacken wir ein. Dann haben die VIP-Level verschiedene Privilegien. Ich zeige euch das mal zum einen. Also erstmal sind die VIP-Level stärker als bei dem Marude-Spiel. Das ist mal so zum Vergleich. Die sind auch, glaube ich, etwas günstiger. Ja, das erste, was VIP macht, ist Advanced Junk, der die VIP-Coupons, ihr seht das hier, ne? Extra Gold. Und dann kriegt ihr auch noch Items gleich am Anfang, ne? Ihr kriegt Fame und so weiter. Und das ist halt auf jedem VIP-Level, wenn ihr steigt. Die ersten sind relativ günstig, ne? Hier kriegt ihr dann mehr Back-Capacity, ihr kriegt bestimmte Sachen. Bei Space Saver plus 6 zusätzliche Versuche. Ihr würdet nochmal Potenzial kriegen, 5000, was aber von echt nice ist. Natürlich auch die Teile sind am Anfang auch recht nice. VIP 3, ihr seht das. Na, da kriegt ihr den Title Pack, da kriegt ihr den Titel, das zeige ich gleich mal. Ja, genau, jetzt bin ich in den Titel drin. Das zeige ich gleich separat nochmal. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, da kriegt ihr Titel, ihr kriegt nochmal Purple Hero Cards und so weiter. Ne? Auto Junkin kriegt ihr hier und das ist halt recht geil. Das Auto Junkin, also VIP 3 würde ich euch empfehlen, das kostet nicht so viel Geld. Aber das Auto Junkin ist extrem hilfreich. Ne? So, dann VIP 4, dann kriegt ihr Items. 30, die Dragon Items sind gar nicht so verkehrt. Kriegt nochmal Back Capacity. Gravity Training. Ja. Nein, dann kriegt ihr genau. Das ist, glaube ich, das muss ich mir mal, was das ist. Das kann ich jetzt gerade nicht auswendig sagen hier. Ne? Und so weiter geht das dann. Ne? Hier kriegt ihr dann Gems, und zwar relativ starke mit VIP 5 und so weiter und so fort. Ne? Und ja, lohnt sich schon, ist nicht so ganz verkehrt, aber vor allem VIP 3 würde ich euch empfehlen, wegen der Tavern, dem Auto Junkin. So, das haben wir dann. Habe ich die Same Power aktiviert. Da kriegt die auch täglich noch so ein Pack, das sind auch nochmal Coupons. So, das machen wir. Außerdem gibt es Boni hier momentan in Tier 2000 Attack im PvP und so weiter. So, dann gehe ich erstmal in den Rucksack und macht das Daily Pack, das öffne ich erstmal. Da kriegt man nämlich nochmal Coupons. Plus dann habe ich noch Coupons jetzt gekriegt. Die bringen euch pro immer eine random Anzahl Coupons. So. Und dann seht ihr, habe ich einiges in verschiedenen Items. Das nächste, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist Rainbow Bank. Das müssen wir nämlich unbedingt holen. Da habe ich fleißig gekauft, die Funds. Das seht ihr hier, wie viel ich hatte. 103.000, also ich hätte über 40 Funds gekauft. Weil einfach ziemlich starke Events dazu kamen. Also es kamen zwei Events. Ich habe gar nicht so sehr viel topped up. Ja, 12.500 Gold, ihr seht. Hab aber das nochmal mindestens nochmal rausbekommen. Ich habe alles hier quasi rein. Naja, sogar mehr, wenn ich das so sehe. Ja, mehr, glaube ich. Ich habe hier ganz, ganz viel rein. Also nicht komplett, glaube ich, alles, aber ganz viel rein. Und 103.000 kriege ich raus. Ihr seht, 11.400 habe ich momentan. Und ich kann die nächste receiven. Das sieht dann nämlich so aus, wenn ihr das claimt. Das verteilt sich über eine Zeit. 10.000 kriege ich heute wieder drauf. Dann kriege ich morgen wieder drauf. Tuesday und also 30.000 kommen noch dazu. Das heißt, ich habe etwas über 50.000 und 52. Das war das erste Wichtige. Ich guck mal rein, die Rainbow Bargain. Das ist, wenn ihr Top habt, da kriegt ihr auch nochmal Boni. Auch das ist einfach stärker. Also das Bank-Event ist wesentlich stärker als in Naruto. Wesentlich stärker. Da musst du für jeden Fund, den du kaufen willst, 1.000 Top-Uppen. Also fast nicht nutzbar, ist extrem teuer, extrem schlecht nutzbar. Hier 100 Gold topped up pro Pfand, den du kaufen willst. Also sehr, sehr coole Sache.
No, genau, das war jetzt das. Dann haben wir hier noch einiges, wo im Moment nichts Interessantes dabei ist. Aber die Submarine Mobilization, das müsste jetzt nämlich der letzte Tag heute sein. Ja, es ist der letzte Tag. Das heißt, erst wir sign in, dann kriegen wir noch ein Perfect Fruit Pack und das jetzt hier kriege ich auch. Menu Fuel Jam ist sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, können wir hier was Sinnvolles kaufen? Oh ja, die 20 würde ich kaufen. Was ist das hier? Level 10er für. Ui, den nehme ich mit, oder? Den nehme ich mit. Die lasse ich aus, den nehme ich aber mit. Das ist ziemlich günstig. So, hier ist jetzt erstmal nichts. Dann können wir hier, also hier seht ihr, hier ist ein Goku Black. Den gab es hier bei dem Event. Das ist nämlich der gute Kerl hier, ne? Black Saiyan. Den habe ich auch gekriegt. Habe ich ungefähr, ich glaube, nicht ganz 20.000 Gold gekostet für die Geschichte. Und zusätzlich würde ich dann auch noch den hier kriegen. Und der hat übelst viel Physical Attack. Also, das ist ein Salten, der ist richtig stark. Momentan, glaube ich, der stärkste, den man kriegen kann. Den kriegt man aus dem Ranking 6, nur 28, das ist da, bin ich locker drin. Die 500 habe ich auch. Und dann passt das. Wir können, haben drei freie Züge. Der ist empty. Das nutzt man aus, damit wir vielleicht noch Punkte kriegen. Zwei. Ja, das ist blöd, weil hier würde ich schon nochmal investieren wollen. Jawohl, das reicht mir 5 Stück. Dann habe ich 10, weil ich kann dann nämlich im Shop nochmal tauschen. Die kann ich nämlich eintauschen. Das ist, was ich wollte. Perfekt. Und die nutzen wir auch gleich. Mit der Z-Weapon. Und zwar kann ich jetzt nämlich, natürlich sollte ich erst auf Enhance gehen, den enhancen. Wie viel bringt sie nochmal? Nochmal 6.300 zusätzlich. Jetzt habe ich das auf Maximallevel. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt muss ich es mal kurz ablegen. Ob man den nochmal upgraden kann. Da bin ich jetzt nicht sicher. Nein. Ist der nicht. What? Moment mal. Wieder rein damit. Kann ich den nochmal enhancen? Nein. Das ist das Maximale, was geht. Ach so, ich probiere das nochmal aus. Moment. Ich will das nochmal ausprobieren, dass ich das richtig gesehen habe mit dem Upgrade. Ich glaube, das geht nämlich gar nicht weiter. Max Level. Nein, die Grade. Ist der aber, was ich jetzt sehe. Also, Enhance ist der auf Maximum. Der ist. Ja, da geht das. Das ist das Höchste tatsächlich. Moment. Super, dann haben wir das nämlich weg. Das ist klasse. Hat er nochmal deutlich mehr Attack? Dann hat der jetzt, bin ich gespannt, 131.600 Attack. So, das ist ja nächste gewesen. Dann Legion. Erstmal die Legion und den Treasure Tree pflücken. Material, Frucht, Experience ist sehr gut. Silber ist auch nicht schlecht. Dann können wir noch unsere Mystic Fruit wässern. Die kann man alle 3 Stunden einmal pflücken quasi. Und dann kriegt man noch was dazu. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Tournament Daily Reward, Team Battle gibt es auch nochmal für Steam Battle bestimmte Geschichten, Experience. Und diese 7-Star Dragon Ball, das gibt nochmal Coupons zurück für das, was du quasi ausgegeben hast. Das ist super, da kriegt man richtig viel. Ich kann jetzt alle auswählen und einfach Receive machen, dann kriege ich alles, was ich drin hatte. Das ist nice. Jetzt will ich mal was wissen. Na, oh, 500, okay, die investiere ich jetzt noch. Das nehme ich mit. Dann nehme ich die hier noch mit. Dann nehme ich die für 800 noch mit. Einmal. Und dann habe ich nämlich den Vorteil, dann kann ich nämlich doch das Payment nehmen, was noch meine Fuel Gems gibt. Das werden wir gleich uns mal angucken. Vorher, guck mal hier rein. Die Fruit Packs mache ich mal auf. Damit verstärkst du nämlich auch noch deinen Shenron. Das nutzen wir jetzt auch. Agilitätspunkte kriegt er noch erheblich drauf und so weiter. Sehr schön. Dann ist das hier eine Materialkiste. Das gibt die Common Material, also die quasi die blauen Teile. Sehr schön. Und wir haben einige, oh, ihr seht das, einige Gem-Chests. Mal gucken, was wir hier kriegen. Das ist Stamina Gem, Pierce Gem, das ist in Ordnung. Bei den 6er kriege ich Stamina und Agility ist gut. Agility ist sehr gut. Hier kriege ich hoffentlich jetzt etwas Sinnvolles. Resilience ist natürlich scheiße. Das wollte ich nicht haben. Das ist ärgerlich, wenn du dann solche kriegst, die du nicht brauchst. So, erstmal die Geschichte nochmal genutzt. Dann gehe ich in den Corrin Tower. Das will ich jetzt nutzen. Die gehen auf jeden Fall in den Main rein. Die drücke ich jetzt in den Main rein. Das wird den nämlich relativ schnell, wenn ich den auf 120 haben. Das heißt, die großen gehen hier rein. So, 18.000 haben wir noch. Dann schauen wir mal, was da weiterkommt. So, das nächste ist jetzt Bear Army Treasure. Das machen wir als nächstes. Ich gehe mal auf Schatzsuche. Na, das lassen wir mal laufen. Boah, gerade so. Ja, es lägt ein bisschen durch die Aufnahme, ich merke das. Sign-in müssen wir. Müssen uns auch nochmal einschreiben für heute. Das gibt nämlich nochmal Coupons. Und das hier. Und da könnt ihr auch beim Sign-in, das wollte ich mal zeigen,
Noch Punkte tauschen. Ich habe momentan 41, lasse ich aber jetzt gerade. Jetzt will ich mir den Shop mal gucken. Wir haben 500 Coupons. Ich will mal reingucken. Oh, es gibt einen Mega Fury Gem. Das wäre hilfreich, aber finde ich jetzt nicht so genial. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, sage ich mal. Höherer wäre besser. Der Mega bringt mir jetzt nicht so viel aktuell, glaube ich. Wir werden erstmal die Gems mal ein bisschen bestücken und verbessern. Der hat hier schon, glaube ich, Agility 6, ne? Das verbessern wir gleich auf 7. Dann kriegt er ein bisschen mehr Tempo, ist ein bisschen schneller und das finde ich bei ihm hilfreich. Sehr schön. Ja, Spirit Gym oder das Stamina kann ich bei ihm auch gleich mal verbessern. Da pushe ich aber direkt, da kriegt er gleich jetzt einen 7er hoch. So. Die kann ich weiter synthesizen, dann mache ich aus dem gleichen 7er. So, dann habe ich noch einen 6er. Muss ich mal schauen, wo hat der noch einen? Hier. Wird auch noch mal ein 7er, dann ist ja noch stärker. Also ihr merkt, ich fokussiere meinen Samase sehr, sehr stark, weil er einfach verdammt stark ist. No. Allzu viel haben wir nicht interessant. Das ist halt der Resilience Gem, ja. Resilience ist halt Anti-Crit. Ne? Da kriegen die halt keine Crit-Schaden. Das ist halt ganz cool. Hab bei ihm jetzt keine Möglichkeit, das reinzugeben. Weil ich will jetzt weder Crit-Rate noch irgendwas raus. So Crit wäre mir hier lieber gewesen, fast noch. Der bringt mir eigentlich jetzt momentan nicht allzu viel. Switche ich das bei meinem Main raus, dann kriegt die weniger Crits. Das ist schon mal hilfreich. Weil das ist, wenn du da keinen Platz hast, richtig das reinzunehmen, ist das halt ein bisschen blöd. So, Moment mal kurz. Weil gerade neben der Fernseher ein bisschen laut ist und die Katze hier die ganze Zeit durchläuft. Das ist natürlich super. Deswegen ist das jetzt ein bisschen komisch, bitte ich jetzt mal zu entschuldigen. Also ich bei Goku Black mal gucken, was haben wir hier. Der hat hier nämlich Lesser. Das ist gut, den kann ich pushen. Dann könnte es doch gleich noch was geben, weil. Okay, dann werde ich den doch mal holen aus dem Shop. Moment, dann müssen wir aus dem Shop den doch mal holen. Dann muss ich den jetzt mal holen. Das ist jetzt wichtig, leider. Ich krieg sowieso Coupons nochmal zurück. Ne, falsch. Gems wollte ich. Weil das hat jetzt den Vorteil. Ich habe jetzt hier den nächsten hohen. Das ist das Gute. Hab hier nämlich schon den nächsten hohen Gem. Das ist sehr gut. Deswegen, das bietet sich jetzt an, weil dann habe ich auch schon Master drin. Dann ist er nämlich fast so weit. Zwei Master, ein Mega, noch Mega, ein Epic und noch Master. Da ist er wirklich fast schon so weit. Das hat sich jetzt echt gelohnt. Ich kriege nämlich nochmal 400 Coupons wieder zurück. Hat jetzt ein bisschen gekostet, leider, aber ich kriege ja noch genug Gold rein. So. Das nächste ist Arena. Das blinkt jetzt nicht, aber da kann man immer täglich diese Chests einmal holen. Das mache ich jetzt. Und dann geht es hier weiter. Den Daily Benefit, den sammeln wir mal. Den nehme ich per Gold mit, weil das kostet, sonst kriegst du Free Retrieve, kriegst du nur die Hälfte. Und das 100.000 weniger, das ist schon erheblich, was da weniger reinkommt. Na, dann Daily Benefit. Da ich vom Level höher bin als der Server-Level, kriege ich nur Silber. Das ist aber auch nicht verkehrt. Dann unser Snake Break, genau. Da geht es jetzt weiter. Sie haben jetzt keine, das heißt, ich investiere hier auch in die Sorte jetzt erstmal rein. Na, das bietet mir momentan den meisten Bonus. Na, ein bisschen Silbertraining. Tournament, da kannst du toasten, da kriegst du nochmal ein bisschen Fame drauf. Na, dass du dann halt deinen Rank erhöhen kannst. Das nächste ist das Pace Saver. Und hier ist jetzt gestern, was ist passiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Video gezeigt habe. Da hatte ich den nämlich noch nicht besiegt. Das habe ich gestern dann zufällig geschafft. Dann können wir hier erstmal fleißig einsammeln. Na, können wir einsammeln. Das könnte man noch trainieren, kostet ein bisschen Gold. Jetzt können wir mal gucken, ob wir jemanden updaten können. Gerade hier. Das kostet nämlich 150. Nein. Reicht leider nicht. Schade. Wenn man hier Kibito pushen für 120. Ja, den pushe ich jetzt auch, dass der ein bisschen mehr Defense kriegt. Das ist sehr hilfreich. Dann gucken wir mal in den Slave Contract rein. Meine schönen Slaves. Da machen wir die Interaction, um ein bisschen Experience noch zu generieren. Das bringt immer nicht so viel, aber ein bisschen was bringt es halt. So. Dann haben wir die Hauptgeschichten weg. Dann gibt es als tägliche Geschichte Fight of the Dragon Balls.
Genau, doch. Den mit 100. 100. Okay. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich das auf Ratschen schaffe. Wenn wir uns mal angucken, zeige ich euch. Da kriegt man halt die ersten Stories her. Ja, die kann man dann halt auch enhancen und verbessern. So, wir starten den Kampf. Das sind 6 Kampf mit 6 Gegnern. Das kann man mit bis zu 3 Leuten machen. Falls ihr nette Freunde auf dem Server findet. Und ihr seht, wie viel Schaden ich schon instant mache, einfach durch meinen Zamasu. Ihr könnt dann natürlich auch den Kampf überspringen. Es leckt gerade ein bisschen. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das schaffe ich auf Hard sogar, so wie das aussieht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, Hard werde ich schaffen. Dann. Ja, sie sieht nicht verkehrt aus, würde ich sagen. Ja, allerdings, da geht es jetzt richtig Schaden rein. Ich glaube doch noch nicht. Nee, doch noch nicht. Nee, doch noch nicht. Ich schaffe nur 3. Ich glaube, noch 4 schaffe ich. 4 schaffe ich. Beim 5. ist aber Schluss. Das sehe ich schon. Da geht viel Schaden rein. Die machen halt auch viel Schaden. Ja. Ja, bei 4. ist Schluss. Gut, das mache ich jetzt nicht mit euch zusammen. Das sind nämlich 10 Durchläufe. Das dauert jetzt lange fürs Video. Das werde ich nebenher machen. So. Dann haben wir noch die Daily Tasks zum Beispiel. Aber erstmal gucke ich mal in unsere Consultants rein. Wobei ich die jetzt erstmal nicht trainieren werde. Das mache ich jetzt noch nicht. Daily Tasks. Na, die ganzen täglichen Geschichten. Das erste ist jetzt einmal zu refine das Equipment. Habe ich jetzt gerade nicht drin. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr 150 Punkte erreichen wollt, eigentlich so gut wie alles pink haben. Bis auf, glaube ich, einen blauen, einen grünen oder zwei grüne und so weiter. Das müsst ihr alle pinker haben. Die bringen die meisten Punkte. Ich habe jetzt hier den Doppler bekommen. Dann müsst ihr ein bisschen quasi die Condition ist dafür Double Rewards und zweimal Gold auszugeben. Das macht ihr am besten in den Mystic Capsules. Das ist am kostengünstigsten. Dann macht ihr einmal Free Produce und zweimal für Silber. Oder zweimal für Coupons. Dann habt ihr das nämlich auch erreicht. Dann habt ihr den Doppler ziemlich kostengünstig erreicht. Ich habe das immer noch nicht. Ich glaub's nicht. Och, ich krieg's nicht rein. Was soll denn der Schwachsinn? Ja, ich nehme jetzt den kleinen, das gibt uns nur 2 Punkte. Aber ich will das obere nicht erreichen, weil ich die jetzt nicht brauche. Jetzt suche ich mir was, wo ich das günstig machen kann. Na, ihr könnt dann hier, ihr seht das, wenn ich das refine, verändere ich die Werte. Was sehr cool ist, ist Bulk Refine. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen VIP-Level das rauskommt. Ist aber eine sehr geile Sache. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Das zeige ich euch bei nächster Gelegenheit mal. Ich mache jetzt erstmal einen 6-Punkte-Teil, Summon. No. Also ich habe Dragon Herbs, aber kann ich den zusammen quasi hier. Und der kriegt er mehr Experience, das geht auch für Silber, kannst du auch investieren. Muss ich jetzt wieder den hier nehmen, das ist etwas nervig. Das finde ich jetzt gerade sehr nervig. Befreien wir das einfach mal. Sehr, sehr nervig. Jetzt kriege ich halt den Junken nicht. Ah, nee, das ist schon nervig. Also das ist jetzt schon richtig dämlich. Das ist halt ärgerlich. Und ich kann das halt refreshen, dann muss ich diese Refresh-Cards nutzen. Oder halt dann Silber oder Gold. Coupons oder Gold. Endlich Junkin bekommen. Und dafür ist nämlich das Auto-Junkin ganz geil. Wenn ich das nämlich normal mache, muss ich alles händisch machen quasi. Das ist so ein Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel. Aber das kostet Zeit. Und ich mache jetzt einfach den Auto-Junkin, der kostet bestimmte Silber. Und dann kriegst du halt diese Hero-Cards. Die kannst du tauschen gegen Experience-Quartz oder halt für Charaktere hier. Ne? Das sind Charaktere von Level 90. Erstens zum Beispiel ist Supreme Kai. Die sind nicht so scharf wie gekaufte Charaktere. Ne, der kriegt einen Bonus auf Spirit, also auf seinen Schaden. Ne, der könnte das ganze Team attackieren mit 120% Growth Rate und der macht noch einen Burn-Effekt von 25%. Ist nicht schlecht, aber nicht so wirklich stark. Also über Bidi ist da besser, der ist Highlight. Das ist recht nice. Dann haben wir das abgeschlossen. Finish. Super. Wir machen erstmal ein bisschen Arena-Kämpfe, denke ich, oder? Ne, ah, hier habe ich Fortify, okay. Muss ich gucken, was ich hier Fortify, weil ich werde nicht mehr so viel Silber. Und was Günstiges hier, ne? Das kostet Silber, also damit werde ich die auf quasi, die kriegen Level. Level ich quasi das Equipment hoch, indem ich investiere, indem ich Silber investiere. Muss ich jetzt mal refreshen, das ist total zum Kotzen. Ich nehme das so mit Shenron rein, das ist zum Kotzen hier heute. Also heute ist es echt schlimm. Ja, und das hat halt, wie ihr gesehen habt, gerade auch eine Crit Chance. Refine. Ich nehme normalerweise immer so das günstigste, was ich refinen kann. Ich mache mal den Bulk Refine mit euch. Das kostet mich jetzt zwar 40.000 Silber, das mache ich jetzt mal. Und der Waldgefallen hat den Vorteil, ihr seht, kriegt eine komplette Auswahl von dem, was ihr da wählen könnt. Und könnt da frei wählen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Stärke drauf. Das ist gut. Das hier gefällt mir gut. Der hat aber weniger Strength. Das ist nicht so geil. Aber replace ich. Das ist ein bisschen schwächer, aber trotzdem stärker, weil der Agilität hat und Crit. Das ist nicht besser. Moment.
Warum bin ich verschnupft? Ey, das nervt. So, dann haben wir das weg. So, jetzt brauche ich aber unbedingt das hier noch, weil die geben dann, wenn du die abschießt, auch noch Bonuspunkte. Ich mache was Sinnvolles hier. Junkin irgendwas. Das nervt. Ist das tierisch nervig. So, das Fortify war mal ein bisschen. Ich habe jetzt sogar Doppelwurst gekriegt. Das ist bedingt durch die Same Power. Und jetzt machen wir ein bisschen Arena-Kämpfe noch. Und das wird nicht mal reichen, Alter. Ich krieg nicht mal den Kaisper. So eine Scheiße, ey. So ein Dreck. So ein elender Dreck. Und dann kämpfen wir mal gegen die anderen Leute hier in der Arena. Ein bisschen PvP-Action. Seht ihr mal ein bisschen Fight. Da seht ihr, der hat auch Goku Black. Das ist halt einer, mit dem Spiel hier auf dem Server auch zusammen und macht so bestimmte, ja, bestimmte Events wie Tournament und so, nicht Tournament, wie die jetzt machen wir zusammen. Machen wir zu dritt, da hat sich so ein kleines Gruppchen hier gefunden. Und ihr seht, was man in der Masse hier veranstaltet, der haut instant um. Das war der erste, wir müssen 4 Kämpfe hier beschreiten. Ihr merkt, es laggt so ein bisschen durch die Aufnahme, das ist halt der Lolo, der ist nicht so geil dafür. So, der zieht jetzt als erstes, geht hoch, holt sofort sein Skill raus und haut die Instant um, weil er hier, wie ihr gesehen habt, über 500.000, über 560.000 reinkrittet. Also gehen wir das jetzt mal ein bisschen durch, quasi nach Mutter, jeder kriegt was auf die Fresse. Ja, ihr seht, was der hier rauskrittet, Alter, mit über 500.000, das ist halt einfach heftig. Und das ist wirklich ein Char, den würde ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich, sage ich mal, ja, ernsthaft spielen wollt und auch bereit seid zu investieren, holt euch Samaso, der ist echt insane. Der ist absolut krass drauf. Und gegen den, beim Activity gegen die Universal Gigantic Ape, es ist halt, da kämpfst du halt gegen Riesenaffen halt mit allen Leuten quasi vom Servern, die halt dem bestimmten, dem Earth angehören zum Beispiel. Du kannst nämlich Planeten wählen zwischendurch, bevor du die Guild wählst. Und das ist so ein bisschen problematisch, wenn du dann nämlich einen falschen wählst, dann kann es sein, dass das ein bisschen von einmal ist und du halt keine entsprechende Gürtel findest. Das ist ein bisschen problematisch. Da vielleicht mal auf den Server fragen, was da sinnvoll ist, wer, was da empfehlenswert ist. Und der hat halt ziemlich wenig Defense, da hast du auch, glaube ich, dann nochmal Bonusschaden gegen. Und da hat der gestern bei mir der Samaso mit über 1 Million gekrittet, also das war ziemlich hardcore. Ne? Na, jetzt bin ich wieder auf die Legion gegangen. Gleich erstmal die Daily Task. Mist, ich krieg jetzt das nicht mal, Alter. Ist das ärgerlich. Aber es ist jetzt nicht so ganz tragisch. Ist ein bisschen blöd, aber nicht tragisch. So, das hätten wir jetzt auch. Jetzt kann ich erstmal im Snake Way investiere ich erstmal meine Kai Orders ins Training und krieg nochmal richtig Experience. Das ist nicht so viel, aber es ist was. So, das nächste, was ansteht, sind die antiken Ruinen. Und zwar machen wir die Space Gravity. Ich brauche nämlich jetzt Items zur Verzauberung. Ich habe den Vorteil, ich bin VIP-7, da kriege ich die Auto-Challenge. Sonst müssten wir alles einzeln hier durchgehen und das dauert. Ich mache die Auto-Challenge, dann hast du einen Cooldown von 30 Sekunden, den muss ich jetzt irgendwie zuquatschen. Nun haben schon sehr automatisch 36 Popo-Spars gekriegt. Also das Ding spart euch enorm viel Zeit, weil hier die Battle-Cooldowns relativ hoch sind. Wenn ihr das überspringt. Der Vorteil hier ist, du kannst von Anfang an die Level überspringen. Also du kannst die Kämpfe von Anfang an ohne irgendwas überspringen. Das ist bei Ninja Classic deutlich schlechter zum Beispiel. Also beim Naruto-Spiel und ihr seht hier oben habe ich aus dem Bleach-Spiel. Das ist außen ähnlich, aber das ist so ein bisschen anders. Ne? 36 und das hat den Vorteil. Alles, was du bisher geschafft hast, nimmt es auch mit. Wir gehen in die Challenge. Mal gucken, ob wir das jetzt schaffen mit dem stärkeren Samaso und schauen uns den Kampf mal an. Ich könnte das jetzt sofort überspringen, aber den gönnen wir uns jetzt mal. Ne? Der haut über 200.000 rein, denn das ist schon ziemlich übel. Ne? Gibt jetzt einen Bonus raus. Und ihr merkt aber, die haben extrem Defense, also die haben wirklich Defense. Ohne Ende, die sind wirklich stark, also ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen werden. Und hier wird auch mein Kibito ein bisschen zu schwach sein, das seht ihr schon beim Vanguard. Aber die sind halt fies, weil die hauen richtig auf die Solid und gehen denn. Das ist das Gemeinste. Und da ist halt mein Kibito zu langsam, dass er seinen Skill reinkriegt. Da würde er nämlich die ein bisschen schützen, da muss ich mal jetzt nacharbeiten irgendwann. Und bei Goku, ihr seht das, der Schaden wird nicht ganz normal angezeigt, also das ist halt echt ein Problem und der kriegt noch Block rein. Oh, ist das fies. Zehnfache Kamehameha von Goku. Skill von meinem Main und jetzt kommt das Problem, jetzt hauen die nämlich rein und ihr seht, die machen enormen Schaden.
Und die Crit noch. Deswegen wäre einfach cool gewesen, die 10er weiße Maße reinzunehmen. Das bringt meistens fast gar nichts. Der geht jetzt auf Kibito. Der wird jetzt umgehauen. Allerdings kriegen wir jetzt nochmal in jedem Fall Damage von Zamasu. Der ist jetzt verstärkt. Das heißt, der wird jetzt richtig Schaden machen. Der macht über 300.000 Damage. Und ich glaube, das wird fast gereicht haben. Das wird sogar fast reichen, glaube ich, was ich schon sehe. Die hinten müssen eigentlich tot sein. Eigentlich. Sind sie aber anscheinend nicht. Sind sie nicht. Mist, das reicht nicht ganz. Okay, das kippe ich jetzt. Das mache ich jetzt dreimal. Das will ich nämlich auch brauchen. Skip und versuchen es nochmal. Das reicht nicht. Das reicht halt nicht ganz aus. So. Jetzt wird's nochmal, wenn es mal equip. Das entscheide ich. Also was ich will, ist diesen Gyros Textaf. Das will ich verzaubern. Weil da wird mein Main, die kriegt dann mehr Attack. Ihr seht das, der kriegt Bonus Attack. 600 mehr, 1300. Das ist direkt quasi. Die 1300 Battle Pause ist auch 1300 Attack. So. Gut hochgepusht. Der bringt plus 14.000 schon auf Stufe 12. Okay. Das ist richtig, richtig nice. Also, die hat richtig, richtig Bonus bekommen. Ist jetzt auf 79.000. Also, das Ding ist recht cool. So, Treasure Map ist durch. Die starten wir jetzt nochmal. So. Ne, und ich hätte jetzt Glück, ich habe jetzt den Pirates Harbor gekriegt, also eine stärkere Map. So, wir haben jetzt das gemacht. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wenn das schon läuft, aber es gibt hier noch dieses Daily Must. Das sind so die Sachen, die ihr machen könnt. Eine Sache ist die Transformation. Wenn ihr euch Charaktere freigeschaltet habt, könnt ihr euch in diese verwandeln. Ich mach das mal. Ich verwandle uns mal in Goku. Und das Geile ist, er löst sich hier wirklich als so ein Goku rum. Sehr lustig für eine Weile. Genau, Fight of the Dragon Ball, Slave UI. Kann man nochmal in die Directions, die sind nur im Cooldown. Schade. Das King Training, genau. Das ist nämlich beim Potential hier hinten. Kannst du ins King Training gehen. Geht auch da drüber. Ich skippe mal die Animation. Das macht sich hilfreich, das ist das schneller. Und das kannst du dreimal kostenlos praktizieren. Es gibt Attributboni für Physical Attack, Physical Defense, Key Attack und so weiter, ein bisschen zu Speed und Damage Immune Rate. Gibt das Boni, das ist relativ teuer. Jetzt Auto Practice kriegt ihr durch im VIP 4. Das ist eine recht geile Sache, weil dann geht das Ganze hier schneller und ihr müsst nicht klicken wie die Blöden. Gibt nicht so starke Boni irgendwann, aber gerade am Anfang sehr lohnenswert. So, dann haben wir eigentlich erstmal alles durch, bis auf die Arena-Kämpfe. Hier nochmal hier jetzt rein. Hier räumen wir noch ein bisschen auf. Ich habe noch auf den Sensor Beans. Das machen wir gleich. Aber erstmal nehme ich jetzt die Silver Cards, dass wir noch ein bisschen Silver kriegen. Das sind die hohen. Dann habe ich natürlich hier nochmal Chaos-Elemente. Die kriege ich nochmal 10 mehr für die Space Silver-Geschichte. Sehr cool. Sehr schön. Das habe ich noch. Das habe ich noch. Dann gehen wir erstmal in den Coin Tower. Und alles weiter in den Main, den will ich jetzt auf die nächste Stufe kriegen. Da kommt das noch rein. Alles 90er Material, was ich nicht brauche. Das 100er spare ich natürlich schon auf fürs Equip, das ist klar. Und rein hat jetzt leider noch nicht ganz gereicht, schade. Kann man nichts machen. Gut, nicht so schlimm, aber das Vorder ist ja schon 70. Das heißt, ich brauche 30 Level quasi noch für die Reincarnation. Das ist nicht mehr so viel. So. Dann hätten wir jetzt die Extreme Challenge. Das machen wir jetzt, denke ich, nicht zusammen. Und die Geschichten machen wir jetzt, glaube ich, machen wir die noch schnell. Ja, die machen wir jetzt nur schnell, dass wir hier noch ein bisschen Items kriegen. Und die werde ich jetzt auch sammeln, dass ich da weiter verstärke. Das heißt, das nächste, was ich in den Fokus nehmen werde an Z-Weapon, ist bei Zamasu die Flöte. Also das Agi-Bonus-Teil, damit der schneller wird. Da ist es wichtig. Also das hier kostet auch Vitality. Ihr habt, das habe ich auch nicht erklärt. Das kostet Vitalität. Ihr seht, ich überspringe das relativ schnell. Den Kampf geben wir uns jetzt mal. Der haut dir fast instant alles weg. Es ist insane, was der an Schaden macht. Das ist Wahnsinn. Das haben wir durch. Die Kosten auf Vitality. Ne? Ihr braucht für Aktionen, wie gesagt, Extreme Challenge. Oder wenn ihr hier reingeht, dann gibt es die Trials. Dafür braucht ihr, glaube ich, keine Vitality. Die könnt ihr aber auch zum Teil dann auto-battlen. Das lasse ich mal auch durchlaufen. Da kriegt ihr nämlich auch Items. Also auch Material. Ne? Ihr seht das Bubbles Feather. Experience gibt das nochmal. Silver gibt das. Und ihr kriegt Material für Equipment. Ne? Da ich habe, kriege ich nämlich hier schon so für das 100er Equipment auch schon. Dann kann er schon sammeln.
Dann kann ich hier bei Majin Buu, das ist die aktuelle, wo ich drin bin, für die Quest, beim Tempel 2 Auto-Battlen. Und dann maximal 21 Mal. Man braucht pro Durchgang quasi ein Vitality. Die lasse ich durchlaufen, es gibt Experience. Und das hängt sich, glaube ich, mal wieder. Verdammt. Das ist ab und an mal hängt sich das. Dann müsst ihr einfach das Spiel neu laden. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich beende das Video hier. Wir sind für heute durch und wenn es neue Sachen gibt und Neuigkeiten gibt, neue Events gibt, dann werde ich mich wieder melden. Dann gibt es wieder ein neues Video. Und ich werde euch auf jeden Fall mindestens einmal wöchentlich am Wochenende auf den neuesten Stand bringen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.